Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Weiter geht's mit der Quest der Grabhort. Wir sind genau am Eingang. Wir müssen da nur noch reingehen, wenn ich ihn dann finden will. Wo ist er denn jetzt? Ah, hier unten. Okay. Wenn euch das Video dann ein bisschen gefällt, würde ich mich sehr, sehr am Ende darüber freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, einen Kommentar oder auch ein Abo. Weil ihr wisst, Leute, der Support, okay, ist wichtig. Macht es gleich viel, viel mehr Spaß. Sollte man mir den erstmal killen hier? Verdorbene Maschinen. Kaum kriegst du einen Headshot. Bäm. Das war's. Okay. Ich sollte mich hier mal ein bisschen umsehen. Ja, würde ich auch mal sagen. Und zwar rein in das Dungeon, würde ich sagen. So, aber erst looten wir. Hier haben wir nur Metallscherben. Wow, schaut halt geil aus. Drinnen sind sie auch. Na, komm. Kräuterchen. Schaut echt hammermäßig aus. Wir scannen gleich mal hier. Titanenwarnung. Wir machen es wie beim Akron. Die Basis blockiert ihn. Dann greifen wir an und zerlegen ihn komplett. Alles wie immer. Jetzt geht's los, Leute. Die 9. MEV am Platz. Okay, ich glaube, dass die hier ziemlich gekämpft haben. Silence, hörst du das? Was denn? All diese Soldaten. Sie sind hier gestorben. Gestorben wird dauernd. Geh weiter und suche... Operation Enduring Victory. Was bedeutet das? Was auch immer das sein sollte. Es ist wohl nicht alles gut gelaufen. Okay, dann mal hier unten. Wir haben die Soldaten wohl geschlafen. So ähnlich wie in der Hütte in Mutterherz. Protokoll 3. Kampf California Marina. Der Schwarm kam vom Pazifik und ich weiß nicht, ob es Freiwillige waren oder die verrückte 15. Aber sie zündeten den Müllstrudel an. Mann, das Meer stand in Flammen. Das Zeug war... Die ersten Bots waren bedeckt von brennendem Schlamm. Das brachte uns ein oder zwei erfolgreiche Stunden. Dann hatte der Schwarm alles neu berechnet. Wir lockten sie ins Inland und weiter Richtung Kalmar. Ließen Gebäude auf sie fallen. Setzten EMP ein. Das übliche Prozedere. In Kalifornien war ich zuletzt mit 5, 6... Ein Licht wie der Social-Net-Nostalgie-Filter, den es in den 40ern gab. Okay, die haben eine Invasion anscheinend gehabt hier. Protokoll. Der erste Kampf am Ostküstenschutzwall war lange vorbereitet. Das war vor Kalmar. Die Prognosen für den Osten waren noch schlechter. 3 Wochen lang bildeten wir in irgendeiner Küstenstadt Freiwillige aus. Es regnete ständig, denn Europa war bereits niedergebrannt. Immer mehr Fertigkasernen. Sie wurden immer weiter aufgestellt, bis die Haupttruppe schließlich zuschlug. Mit den Freiwilligen machten wir Kampfübungen. In den Straßen, wo sie gelebt hatten. Wir taten so, als ob es eine Zukunft für sie gäbe, wenn sie nur auf sich aufpassten. Nichts war schlimmer als die, die uns glaubten. Ihre hoffnungsvollen Fragen über Zero Dawn. Als ob wir mehr wüssten als sie. Ich schwöre, allmählich werden wir so noch selbst zu Bots. Aber die lernen aus jedem Kampf. Und wir? Ich weiß nicht. Okay. Jemand scheint ihre Kämpfer angelogen.
Hervorgerufene, ich erinnere euch an Artikel 115 der Basisrichtlinie. Die unerlaubte Nutzung der Prozessorzyklen. Insbesondere an 115c. Verboten ist jede holographische Simulation, die nicht direkt der Ausbildung dient. Ihr seid erinnert. Und viel Spaß beim Spiel. Schatz, tut mir leid, dass ich mich erst nach Tagen wieder melde. Die Einsätze werden länger und immer härter. Danke für die Nachrichten. Die Zeit vergeht schnell im aktiven Dienst. 4 Monate jetzt. Und vielleicht 20 Einsätze. Immer an der Westküste. Wie soll man es sich da gemütlich machen? Mit diesen rekrutierten, ahnungslosen Zivilisten. Ihr gesamtes Training besteht aus. Hier ist eine DEW. Schieß auf die Bots. Aber irgendwie klappt es. Mit dem 6. MEB haben wir einen Horus erledigt. Bei Lithium Beach. Es tat gut, dieses riesige Vieh vernichtet zu sehen. Ich hoffe, es kam in den Nachrichten, Schatz. Damit alle wissen, dass wir es schaffen können. Wir müssen Projekt Zero Dawn nur Zeit geben. Dann wird bald alles wieder wie früher sein. Hier war also Audioaufzeichnung. Nur ein Bett. Vielleicht das Zimmer ihres Kriegsherrn. So, ich denke mal, dass wir hier runter müssen. Wo geht's denn da hin? Ziemlich weit runter. So. Das reibt ein bisschen. Können wir das überbrücken hier? Dunkeltönt das. Rotes Licht. Das heißt wohl kein Strom. Gesehen, seit ich klein. Holoschloss gegen Uhrzeigerin drehen. Vielleicht sollte ich die Objekte in diesem Bereich scannen. Das ist interessant. Zeigt es mir aber auch nicht die Richtung an, glaube ich, oder? Hey, ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Tja, Poesie hättet ihr von Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Ich bin halt was ganz Besonderes. Was hat er gesagt? Hey, ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Tja, Poesie hättet ihr von Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Ich bin halt was ganz Besonderes. Hey, ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Tja, Poesie hättet ihr von Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Okay, das heißt jetzt Norden, Osten, Westen, Süden, also. Norden haben wir hier. Osten. Westen.
Genau, müsste es eigentlich gewesen sein. Ja. Drei Quellen. Das ergibt eine. Okay. Dann gehen wir mal darüber. Haben wir hier auch eine Aufzeichnung? Machen wir hier mal das Gleiche. Führen wohl zur Stromquelle. Aber ich weiß nicht, ob man von da anfängt oder von hier anfängt. Probieren wir einfach mal. Das passt schon. Osten. Westen. Süden. Ne, okay, dann fangen wir hier an mit Norden. Hier Osten. Hier im Westen. Und hier im Süden. Nö, das passt nicht. Okay. Das heißt wohl, hier gibt es was anderes. Aber wie komme ich denn da drauf? Ah, das zeigt mir ja schon die Einstellung, okay. Oben, oben, unten, unten. Okay. Oben, oben. Und zwei. Okay. Noch eine. So, wo ist die eine? Kann ich hier runterspringen? Wenn ich da runterspringe, ob ich das sterbe. Sieht ziemlich tief aus. Schauen wir mal nochmal hoch. Na, da ist noch eine. Na, komm hier rüber. Okay. Oben, unten, links, rechts. Okay. Oben. Unten links und rechts. Das war's. Klingt zumindest so. Kunde den Grabort weiter. Jetzt müsste eigentlich die Tür aufgegangen sein. Öffnen. Da benutzt jemand Werkzeuge und ich höre Stimmen. Mehr Eclipse. Es muss noch einen Eingang geben. Sie sind es tatsächlich. Sie suchen keine Antworten. Nur Waffen. Yep.
Augen nach oben, da ist sie! Feuerhilfen arbeiten. Waffe. Nehmen wir uns mal. Okay, ich glaube, die müssten alle down sein. Ist wieder weg hier. Wir looten das ganze Zeug mal. Panzer hier drin auch. Krass. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Und weiter geht's noch tiefer runter in den Hort. Energiezelle, wozu die wohl gut ist. Viel zum Thema leichtes Gepäck. Ich muss echt mal schauen, dass ich den Trankbeutel erweitern kann, weil da nichts mehr reinpasst. Okay, wo sind wir hin? 55 Meter da hinten, aber da war doch nichts mehr. Da war doch nichts mehr. Schauen wir mal, ob wir da irgendwas übersehen. Oder müssen da rüber, oder? Jetzt darüber oder wie? Dann probieren wir es doch mal. Ah, okay. Dann habe ich nicht gleich gesehen gehabt.
Fotoprojektor aktivieren. Dann machen wir das doch mal. Was ist das? Das? Eine Karte. Eine Karte wovon? Unserer Welt. Der Erde, Aloy. Sie ist nicht flach, wie du glaubst. Warum sollte ich das glauben? Bei Finsternissen liegt ein gewölbter Schatten auf dem Mond. Also ist die Welt eine Kugel. Und so sieht sie aus, von Weitem. Darüber reden wir ein andermal. Zurück zur Sache. Die Pharaoh-Roboter verbreiteten sich über die Welt und fraßen alles auf. Elisabeth stoppte sie, bevor es zu spät war. Aber wie? Geil gemacht. Kein Platz mehr. Ah, okay, ist eine Tür, geht's weiter. Dann denke ich mal, müssen wir wieder Strom irgendwie umleiten. Oder? Mal schauen. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Schauen wir mal, ob wir in die Tür rein können. Machen sich am Metallteufel zu schaffen. Sie wollen ihn doch nicht erwecken, oder? Mein Gott, ist das ein Vieh. Vorsicht! Okay. Boss Time. Sonne und Schatten. Ein Kopisch. Und der hier ist schnell. Okay, muss ich erstmal anschauen. Was hat denn der da alles? Schwäche, Eis und Feuer. Okay. Kann ich denn hier wieder zurück? Nee, kann ich nicht. Okay, würde ich sagen, Boss Time in Horizon Zero Dawn. Ich mache jetzt mal ein, zwei Versuche. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wenn nicht, dann machen wir den in der nächsten Folge. Und bloß schauen, kann ich mich denn hier irgendwo ein bisschen zurückziehen? Schaut nicht so aus, okay. Machen wir auf jeden Fall nochmal voll. Und werde natürlich das hier noch voll machen. Weil ich dann so nämlich sein Zeugs runterschießen kann. Uns jetzt ja. Wow, 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 wow. Okay, hier geht's nicht weiter. Regeln können.
Ich glaube, der wird nicht einfach. Schlechter hier. Thank you.
scheiß Felsen auch noch wegschießen. Damals mussten gleichzeitig Hunderte davon bekämpfen? Boah. Okay, okidoki. Ging doch. Ich würde sagen, machen wir jetzt an der Stelle einen Cut. Der Boss ist down und wir schauen dann in der nächsten Folge weiter, wie es dann weitergeht. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Viel Spaß. Ciao, ciao. Euer Andi.